Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu Chrono Trigger. Wir sind hier gerade in der Fabrik, wir müssen noch das Passwort holen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das ist, Leute. Ich weiß es echt nicht. Aber jetzt ist schon der erste Kampf. Luca hat noch neue Stufen erreicht in diesem Kampf. Sonst ist eigentlich nichts passiert. Also, das Passwort. Ich gehe jetzt einfach nochmal überall rein schauen, weil. Ah nein, das war der Fake Room. Irgendwo haben wir nämlich Lasers deaktiviert. Da kommen wir nicht weiter. Das hat er nicht ausprobiert. Nein, ich bin nicht. Zurück kurz gerade ein bisschen. Ich werde die Kamera rasch unterbrechen. Um da ein bisschen umzuschauen, weil das kann es nicht sein. Da komme ich nämlich auch nicht durch. Ja, diese Passage habe ich nie gerne gehabt. Ja. Wir müssen es so machen, ich komme sonst nicht durch. Ich gehe schlägeln, wir sehen uns. So. Ich sage ein bisschen so, wenn ich die Aufnahme anfange. Da hat es noch einen Weg. Ja, let's fight. Ich lande wieder mal drinnen. Ich möchte da gerne eine Raketenrolle anbringen. Oder einen Feuerwirbel. Kein Konter. No. Oder wir machen es einfach so fertig. Sieht so aus, sorry, ich wollte eigentlich wirklich die Raketenrolle zeigen. Sie haben nicht wollen. Meine Charaktere sind irgendwie zu gut, obwohl ich gar nicht bin und trainiere. Sie sind einfach so. Heilung erhalten. Schön. Ja, ich bin easy verletzt, das gucke ich mich ja. Aber wir schaffen es noch. Nicht gleich am Boss kommt. Tonic mit 200, ja nicht schlecht. Also weißt du was? Der Robo kann ja heilen. Das heisst, er heilt jetzt mal durch. Jetzt lohnt es sich fast noch nicht, ihm so ein Äther zu geben, aber er kommt dann später ein Äther rüber. Wahrscheinlich jetzt an. Control Code für den Kranto. XABB. Hä? XABB. Okay. Gut, die Gegner sind besiegt. Ether Medium. 400 Gold. Okay, jetzt müssen wir da irgendwie. Wir können den Kran steuern. Habt ihr irgendwo Einheiten gesehen, Leute? Ja, gehen wir mal nachher schauen. Sehr schön, nehmen wir gerne alles mit. Ich kann doch jetzt den. Also, eben vorher XA. Richtig. BB. XA, dann halt BY. Ich probiere das ein bisschen weiter. Moment. Nerv. Okay, ich habe es herausgefunden. Und zwar, man muss es nicht beide gleichzeitig miteinander. Sondern nacheinander.
Nein, jetzt auch wieder. Sorry, jetzt habe ich den falschen Buchstaben gedrückt. So. XA. Sehr schön. Und jetzt der Code 01. Was bringt echt BB? Ah, das andere Fass, Logo. Okay, dann haben wir dort den Weg, kommen dort wahrscheinlich das Passwort über. Dann muss ich noch den Ort für das Passwort wieder finden. Mhm, du machst das gut. Super Krane. Okay. Wieseln wir mal dort durch. Zuerst muss ich da wieder den stinkigen Gegner vorbei. Der Robo ist gerade das Level aufgestiegen. Wir sind jetzt 12, 12 und 12. Das ist gut. Gefällt mir. Schleichen wir wieder hinter denen her. Moonwalk. So, endlich! Die blöde Fabrik! Hey, ich habe sie in den Kindstagen gehasst und ich hasse sie jetzt noch. Ah, nicht im Ernst! Nicht im Ernst! Bin jetzt alles rundherum gelaufen? Bolzenklinge habe ich doch schon. Also, gib mir ihm das Passwort. Xabi. X-A-B-Y. Okay. Xabi. Heißt es früher? Jetzt ist die grosse Frage: Wo finden wir? Ich weiß wo. Aber zuerst heisst es wieder kämpfen für mich. Was erwartet uns echt hinter dieser Passworttür? Ich weiss es nicht. Tu mal safe. Trotzdem, wenn wir das Zelt brauchen. Es lohnt sich eigentlich nicht. Heil dich mal. Das können wir noch machen. Jetzt müssen wir da einfach nochmal runter. Und... nochmal runter. I think. Oh nein, wir müssen warten. Komm jetzt da. Yes. Oh oh. Boss? Of course. Alarm! Sicherheitssystem spielt verrückt. Sofort evakuieren! Okay, los. Luca! Schnell, schnell! Ja, lauf! Beeilig, jetzt! Los, los, los! Robo, komm!
Was machst du? Nein, aus Betrieb jetzt mal alles rennen. Toll. Also los. Da werden wahrscheinlich wieder von Säuren und so angegriffen. Wenn natürlich. Nein, was? Das sind meine Freunde. R64Y, R67Y und R96Y. Wie schön. Was macht ihr da? Du bist defekt. Du wurdest manipuliert. Was? Ja, es ist noch schwierig, so Roboterstimmen anmachen. Ich habe einen Fehler. Bestätigt. Ein Defekt. Ich bin ein Defekt. Hast du unsere Mission vergessen? Alle Eindringlinge müssen eliminiert werden. Für das bin ich... Für das bin ich da gewesen. Du bringst uns Schande. Du musst zerstört werden. Was machen die? Mach etwas, Luca. Bitte, hört auf. Bitte. Oh, Gesichter. Nein, aufhören, das sind meine Brüder. Schiss drauf, die tun dir weh. Nein, aufhören, das sind meine Brüder. Robo. Nein. Robo! Und jetzt sind die Dringlinge dran. Nein, jetzt sind ihr dran. Zeig's mir, Luca. Los. Oh, wir rocken uns so zu tot. Gib mir den Feuerwirbel, den ich brauche. Los, 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 Luca, mach mal! Luca ist kein Laumarsch. Los, die ersten drei. Oh, ich zeig's euch. Wieso schlägt ihr den Robot zusammen? So etwas. Schau mal an, wie schnell der Exitus ist. Der Exitus, meine ich. Gerade ein Double Tech. Exitus ist auch bald wieder ready. Zum Glück machen sie es nicht. Okay, die machen es. Wir können allzu viel Schaden. Heil dich mal. Der Exitus lässt halt noch mal einen weg. Oh, du. Jetzt wäre das Konterband recht cool. Und ich sehe, wie schnell er ist. Doppelt so schnell fast. Und so schnell, noch schneller um uns. Du heilst ihn und dann möchte er zusammen nochmal einen Feuerwirbel und dann geben wir ihm den Rest. Hoffe ich. Rocket, baby! Tju, 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 tju. Jetzt einfach noch jeden entschlagen. Au! Au! Rührt mich voll auf sie, so gemein ist sie. Schon wieder! Heilerrunde ist angesagt. Ja, oder eine Belebungsrunde.
200. So, komm, Luca. Und du. Ach, jetzt halt ein Zyklon, komm. Beenden wir es. Gesichter. Was? Er ist gleich stark, wenn er es allein macht. Okay. Nicht schlecht. Exito nächste Stufe, Luca auch. Robo! Sie haben Schrott aus ihm gemacht. Oh. Ah, cool. Luca holt mir. Ob ich nicht dem Zustand reparieren kann? Bring mir ihn zurück zu der Protokuppel. Okay. Haben wir jetzt in dieser Fabrik... Ja, wir haben sie angeschaltet. Stimmt, ja, darum sind ja die Roboter gekommen. Kannst du mich reparieren? Ja, Leute, ob die Luca da oben reparieren kann, das werden wir erst das nächste Mal sehen in Chrono Trigger. Ich wünsche euch bis dann alles Gute. Peace.